warum machen wir für den Propheten sallallahu alaihi wasallam besondere Salawat und dieses nicht für die anderen Propheten? Und dieses nicht für die anderen Propheten. Natürlich, alle Propheten sind bei uns geehrt. Allah azza wa jalla sagt, لا نفرق بين أحد منهم. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Wir bestätigen, wir Muslime, dass alle Propheten von wem sind? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Der einzige Unterschied ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Unterschied im Rang gemacht hat. تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Und dieses sind die Gesandten, sagt Allah azza wa jalla. Wir haben die einen vor den anderen bevorzugt. Wir haben die einen vor den anderen bevorzugt. So, wir haben herausbekommen, alle Propheten sind von Allah azza wa jalla. Aber Allah azza wa jalla hat Unterschiede gemacht. Was den Propheten sallallahu alaihi wasallam anbelangt, so sagt Allah azza wa jalla im Koran, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ. Wahrlich Allah und seine Engel. Jetzt aufpassen bei der Übersetzung. Wahrlich Allah segnet den Propheten und die Engel sprechen für ihn Bittgebete. Und o ihr Gläubigen, macht die Salawat für ihn, sprecht Bittgebete. Hier haben wir einen Beweis, dass dieses auf besondere Art und Weise gemacht wird. Was die normalen Propheten anbelangt, so sagt Allah Azza wa Jal, وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ und Friede auf die Gesandten. Das heißt, wenn du sagst, عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ibrahim, عَلَيْهِ السَّلَامُ Musa, عَلَيْهِ السَّلَامُ Du kannst auch sagen, sallallahu alaihi wasallam. Aber für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist das ausdrücklich im Koran genannt worden. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ und Friede sei auf die Gesandten, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.